Hallo ihr Lieben, das ist nämlich mal Paterapod, Beziehungscoach, Diplompsychologe und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Mein Kurssystem findest du auf liebeschipp.de rund um die ganzen Themen, auch um ja, Sachen zu vermeiden, dass du nicht mehr so viel Liebeskummer hast in deinem Leben möglichst. Und hoffentlich zumindest. Und ja, wir schauen uns diese Mail mal an, wo es um ja, was glaube ich schon vielen aufgefallen ist, die sich da einmal mit Liebessucht beschäftigt haben und Liebeskummer, warum das so häufig in Popsongs und so vorkommt. Lieber Christian, die Thematisierung toxischer Beziehungen, Liebessucht in Filmen, Popsongs und so weiter hast du ja schon öfter in deinen Videos gestreift. Ich gebe dir vollkommen recht. Könntest du dazu nicht mal ein Video machen? Ich kann zwar nur für mich sprechen, aber ich finde das sehr interessant, um zu sensibilisieren, wie sehr sich diese Thematik sozusagen seit Jahrhunderten in der Kunst wiederfindet. Und da gibt es so ein paar Beispiele, genau. In gewisser Weise können dann solche Songs ja auch Trost spenden. Was meinst du? Ja, also wenn man mal einmal geschnallt hat, worum es da bei zumindest toxischen Liebeskummer, ein bisschen Liebeskummer ist ja auch immer normal, aber dieses Toxische und diese Liebessucht, worum es da geht, ja, das ist einfach unser Gehirn durch bestimmte Dating- und Beziehungsprozesse in so Suchtprozesse gestürzt wird, die einfach auch viel mit Dopamin zu tun haben. Und wie problematisch das ist, dass man über Liebessucht wirklich Haus und Hof verlieren kann, sage ich mal, und auch seine Gesundheit. Wenn man das mal alles geschnallt hat, ja, erkennt man natürlich diese Themen in Popsongs wieder. Gut, Popsongs drehen sich natürlich oft um irgendwelche dramatischen Situationen, sonst würde man sie vielleicht auch nicht anhören. Viele haben auch random, sinnlose Texte, okay. Aber ja, klar, weil das Menschen beschäftigt, wird es natürlich auch vielen Popsongs thematisiert, was aber tatsächlich problematisch ist, finde ich, weil es diese Romantisierung rund um Liebessucht füttert. So, ne? Man spricht ja auch, ich kenne das zumindest aus dieser Love-Addiction-Szene aus den USA, dass man auch gern von Romantiksucht spricht. Also wenn es um Liebessucht geht, ja, das ist eben ja, manchmal auch, dass, wenn man es mal so weiter verfolgt, dass man schon in der Kindheit angefangen hat, in so einen Fantasiemodus zu gehen, weil die Kindheit vielleicht schlechter erträglich war und das auch so beibehalten hat in Beziehungen, dass man nicht diesen Partner datet, sondern das Potenzial datet, diese romantische Story datet, ne? Oder denkt, weil wir so on-off sind, ist es was ganz Besonderes und wir kämpfen immer um uns und wir sind womöglich sogar Seelenpartner und also dieser ganze Quatsch irgendwie oder ja, zumindest halb Pseudo, ja, also ich finde, es hat ganz viel Quatschiges auf jeden Fall, dass man da, ja, dass es das so füttert und dann mit auch toxische Beziehungen füttert oder dass man nicht loskommt von jemandem so, ne? Und insofern finde ich es schon ein Problem, ne? Also alles, was zu dieser Romantisierung beiträgt, ist zwar vielleicht gute Unterhaltung, ne? Da mögen wir ja auch gerne ein bisschen Drama. Und wenn man das separieren kann, ist ja auch alles gut. Ich meine, das ist natürlich in vielen Liebesfilmen auch der Fall. Das ist ja nicht nur Popsongs. Aber tatsächlich, um mal einen ganz konkreten Tipp zu geben, würde ich davon absehen, Liebeskummer, ja, mich dem so hinzugeben in diese Popsongs und so, weil, ja, man romantisiert es weiter und macht sich es einfach schwerer, ne? Also man, klar, das fühlt sich vielleicht gut an in diese ganzen chemischen Emotionen zu gehen, auch so eine schräge Art und vielleicht mag es auch tröstlich sein, nur es füttert häufig eine falsche Wahrnehmung von vielleicht einer toxischen Beziehung, die nun wirklich nicht romantisiert gehört und ich würde es lassen. Ich würde, also ich habe ja diesen Ex-Detox-Kurs, da haben wir ja auch eine Playlist drin, das sind aber alles Songs, die so auf ins Neue, kannst mich nicht mal, kein Bock mehr auf dich, und die würde ich mir anhören. Guter Tipp. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.